Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Feldforschungsaufgaben im April. Am 1. April um 22 Uhr haben sich die Feldforschungen geändert. Ich zeige euch alle Aufgaben und erkläre euch, was sich genau geändert hat. Am Ende zeige ich euch dann noch, wie es mit den Rampenlichtstunden, legendären Raidstunden und Raidbosse aussieht. Auch in diesem Monat werden bestimmt wieder einige Events stattfinden. Und bei Events ist es so, dass es dann auch spezielle Aufgaben gibt, die es aber dann nur in diesem Event-Zeitraum gibt. Aber das Schöne ist, Niantic hat jetzt mittlerweile diese Aufgaben ja markiert. Das heißt, Aufgaben mit einem goldenen Rahmen findet ihr in diesem Video nicht. Die erste Kategorie lautet AR-Mapping-Aufgaben, aber hier gibt es jetzt keine Pokémon-Belohnungen mehr. Das haben sie anscheinend abgeschaltet. Die nächste Kategorie lautet Fangen. Verwende 5 Beeren, um Pokémon zu fangen für Hubbeluff, ist jetzt nun Krakeelo. Fange 5 Pokémon für Ledibar, ist nun Nidoran männlich oder Nidoran weiblich. Fange 10 Pokémon von Typ Käfer für Yanma, wurde komplett verändert und lautet jetzt Fange 5 Pokémon von Typ Pflanze für Endivir. Und wie immer, die restlichen Aufgaben, die ich jetzt nicht genannt habe, haben sich einfach gar nicht verändert und hat es im letzten Monat genauso gegeben. Kommen wir zur nächsten Kategorie, da verändert sich meistens auch nichts und das ist Werfen. Die einzigste Sache, die sich hier aber verändert hat, ist die Pandienummer. Man bekommt diesen Monat also die Pandienummer 3. Die nächste Kategorie lautet Kämpfen. Im letzten Monat hieß die Aufgabe besiege 2 Team Gorokedrüpel für Planers. Jetzt heißt die Aufgabe besiege 1 Team Gorokedrüpel für Skunkapoo. Gewinne einen Raid, gab es Lavita, jetzt gibt es Castadur. Gewinne in der Go-Kampfliga für Quiekel, wurde gestrichen und heißt jetzt Kämpfe in der Go-Kampfliga für Mirapla oder Knofenser. Im Bild steht Kämpfe gegen einen anderen Trainer. Das könnte eventuell ein kleiner Fehler gewesen sein. Vielleicht hat auch Niantic vorher den Text so gehabt, aber es scheint wohl doch Go-Kampfliga zu sein. Die nächste Kategorie lautet Sonstige. Entwickle ein Pokémon für Evoli oder Magnetilo war es letzten Monat. Jetzt ist es nur noch Evoli. Wow, super. Oder sie haben noch nicht herausgefunden, welches das zweite Pokémon ist. Mache einen Schnappschuss von einem Elektro-Pokémon, gab es letzten Monat für Fritzelblitz. Nun wurde sie geändert und ihr müsst von einem Pflanzen-Pokémon einen Schnappschuss machen und bekommt dafür Bisasam. Dabei gibt es in dieser Kategorie ja schon längst eine Aufgabe, wo man eventuell ein Bisasam bekommt. Ich weiß nicht, was Niantic da immer macht. Benutze einen Rauch für Alola Slimer, war es letzten Monat. Und dieses Mal bekommt ihr Onyx, also die Aufgabe bleibt weiterhin drin. Verwende 10 Power-Ups bei Pokémon für 20 Turtok-Energie, kann jetzt auch 20 Bisaflor-Energie sein. Die letzte Kategorie lautet Kumpel und Freunde. Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel für Picolente, ist jetzt nun Tragosso. Tausche ein Pokémon für Schwalboss, ist jetzt Waumpel. Verschicke 3 Geschenke an deine Freunde für Porygon, ist nun Skoppel. Ja, Skoppel ist ganz okay, da wird ja auch noch bald in Shiny verfügbar sein. In diesem Monat gibt es nur eine Weiterentwicklung in den Feldforschungsaufgaben. Schade, schade. Letzten Monat gab es ja 3. Das war schon schön, aber gut. Am 11. April wird dann einfach der Stapel leergeräumt. Wenn ihr dann 7 Stempel gesammelt habt, dann bekommt ihr eine große Box und in dieser großen Box ist dann Quabbel drin. Aber das männliche, das ist das Pokémon, das es bisher sonst nur in der Go-Kampfliga zur Verfügung gestanden hat. Und das weibliche bekommt man ja in der Wildnis. Ihr bekommt natürlich auch Sternstaub, Erfahrungspunkte und eins von den Itempaketen, die ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Im April gibt es auch wieder Rampenlichtstunden. Eine Rampenlichtstunde ist immer am Dienstag von 18 bis 19 Uhr. In dieser Zeit taucht ein Pokémon besonders häufig auf, wenn Niantic nichts falsch macht, und man kriegt einen kleinen Bonus. Das Interessante ist, dass der Bonus sich zum letzten Monat nicht verändert hat. In der ersten Woche bekommen wir Haspirohr mit doppelten Bonbons beim Verschicken. Genau letzten Monat hatten wir genau den gleichen Bonus und auch die anderen Boni haben sich nicht verändert. Aber ist in Ordnung, kein Problem. Am 13. April bekommen wir Mankey mit doppelten EP beim Entwickeln.
Am 20. April bekommen wir Slimer mit doppeltem Sternstaub beim Fangen. Und am 27. April bekommen wir Finion mit doppeltem EP beim Fangen. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wir kriegen doppelte Erfahrungspunkte fürs Fangen, aber bei dem Pokémon einfach fabelhaft zu treffen, wird schwer. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Warum könnt ihr uns nicht ein Pokémon geben, wo es sogar einfach ist, damit man sich die 4000 Erfahrungspunkte pro Fang richtig geil holen kann? Naja, Niantic halt. Und das Pokémon ist auch nicht als Shiny verfügbar. Das ist auch sehr eigenartig. Die Raid-Bosse für den aktuellen Monat sind auch bekannt. Boreos in der Tiergeistform bleibt noch bis 13. April. Danach kommt Demeteros in der Tiergeistform vom 13. April bis 27. April. Und ab dem 27. April kommen nochmal die Inkarnationsformen in die Raids. Diese sind ja auch als Shiny verfügbar. Je nachdem, welcher Raid-Boss gerade aktiv ist, ist natürlich auch in der legendären Raidstunde. Die legendäre Raidstunde ist immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Bei einer legendären Raidstunde ist es so, dass in fast jeder Arena ein 5er Raid auftaucht und dieser ist dann eine Stunde statt nur 45 Minuten aktiv. Das heißt, so eine legendäre Raidstunde kann sich schnell mal auch auf 2 Stunden strecken. Wenn man etwas Glück hat, dass die eine Arena vielleicht gerade mal besetzt ist und erst wenn der Raid vorbei ist und das Ganze passiert noch vor 19 Uhr, dann kann auch dieser Raid dann noch eine ganze Stunde stattfinden. Weitere Infos zu den legendären Raid-Bossen wie Konter, Nutzbarkeit, Anzahl der Spieler erhaltet ihr immer bevor der Raid-Boss aktiv wird. Also falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Nicht nur die 5er Raid-Bosse, sondern auch vielleicht die Mega Raid-Bosse könnten interessant sein. Sollte man sich vor allem sichern, wenn am Anfang ein neuer reinkommt. Am 4. April ist es wieder soweit, da bekommen wir Mega Schlappohr. Aber wir schauen uns mal an, wie es in diesem Monat aussieht. Rex Blisa, Hundemon und Voltenso sind noch bis 4. da. Dann kommt Schlappohr für 24 Stunden, ganz alleine, wenn ich das richtig sehe. Und dann am 5. April bis 20. April bekommen wir Mega Gengar, Voltenso und Schlappohr. Und ab 20. April bekommen wir Mega Bisaflor, Rex Blisa und Schlappohr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem April haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie mein Discord-Server oder mein Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!